Hallo, ich bin's wieder, Elias, Gorilla-Botschafter aus Österreich, und heute gibt's ein weiteres Geräuschentutorial für euch. Der erste Sound, den ich euch zeigen möchte, ist die Hupe. Dabei muss man wie bei einer Hupe, wenn man sich vorstellt, man hat hier so die Tröte, man drückt drauf, die Luft geht durch den Trötkopf raus, und dann, wenn man loslässt, zieht sich die Luft wieder rein. Das heißt, ein bisschen zusammendrücken, ausatmen und wieder einatmen. Aus und wieder ein. Ist geil, wenn man jemanden verarschen will und zum Beispiel in die Pobacke zwickt oder was weiß ich, in die Nase zwickt. Verwandt mit der Hupe ist das Baby. Klingt lustig, gell? Ein Baby weint nämlich, indem es seinen kleinen Körper zuerst mit Luft aufpustet und dann ausatmet. Das heißt, es ist zuerst ein und dann ein. Das man kann es noch ganz untermalen, indem man noch das Baby so hält. Der nächste Sound, den ich euch zeigen möchte, ist der Reißverschluss. Ich mache den Reißverschluss gern auf der Seite. Man kann ihn auch in der Mitte machen. Das heißt, man zieht Luft ein mit ein bisschen wenig Spannung und dann steigert man die Spannung. Dadurch entsteht dieser Sound. Ich lege dabei die Zunge übrigens so auf der Innenseite der Lippen. Die Zunge liegt einfach dort ungefähr. In der Mitte, ich probiere es mal in der Mitte. Man kann den Sound auch ohne Lungenkraft machen, nur mit Ansaugen im Mundraum. Das heißt, es würde auch beim Humming funktionieren. Aber im Prinzip dieselbe Technik, nur dass ihr ansaugt nur im Mund. Dann gäbe es noch den Druckknopf-Sound, der klingt ungefähr so. Dabei zieht man quasi ein Duckface und saugt dann nur an den Lippen an und lässt sie aufspringen. Ja, sah lustig aus, gell? Mit der Handbewegung, ähnlich wie beim Vorhang, wie schon beim Vorhang-Tutorial gezeigt. Mit der Handbewegung wird es erst richtig real. Und jetzt kommen wir zur Grille. Ich liebe diesen Sound. Die Grille bildet man, indem man pfeift und hinten im Rachen mit dem Gaumenzäpfchen vibriert. Das ist eben dieses das R hinten. Nicht das R, das ist nicht das Bratpfanne, es ist das Bratpfanne. Also ein R. Das R wird dann geflüstert und das mischt man dann mit einem Pfeifen. Das hat mir damals vor ein paar Jahren Robit erklärt. Shoutouts gehen raus an Robit. Das war ein weiteres Geräuschtutorial von mir für euch und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.